So, also wir haben von den Sachen, die uns am Leben erhalten, nicht mehr allzu viel. Wir brauchen Dihydrogen, wir haben Tritium, wir brauchen Dihydrogen. Haben wir kein Dihydrogen? Ein bisschen haben wir, aber nicht genug. Wir müssen mal in der Nähe des Schiffs bleiben, damit wir nicht sterben. Das Dumme ist, meine Gesundheit wird nicht aufgefüllt. Recharge immediately, ja, würde ich ja gerne. Ja, was mache ich denn jetzt? Creature Pellets, okay. Life Support, Gel. Kann man daraus? Nee. Okay. Ja, gut. Super. Schade eigentlich. Ich glaube, vielleicht ist dieser Hardcore Survival Mode doch nichts für mich. Wenn man dann immer neu anfangen muss. Tja. Was machen wir jetzt? Mal gucken. Achso, das hat Permadeath, ne? Survival, more hazards, smaller inventory, increased costs. Machen wir mal auf normal. Normal reicht. Müssen wir alles nochmal von vorne machen, aber was soll's. Irgendwie sieht man nur meinen Kopf. So, besser. Besser, ja. Okay. So ein Scheiß. Ich werd mal den Teil überspringen, den wir schon gespielt haben, weil wir brauchen das nicht dreimal haben, glaube ich. Obwohl warten wir noch erstmal ab, was für ein Planet das dann ist.
Region of was? Okay, Floodplain. Korkenzieherpflanzen. Ist natürlich auch wieder eine radioaktive Welt. Alles sehr orange. Okay, ich werde erstmal gucken, dass ich ja, dass ich so weit komme, wie ich war. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ein bisschen was habe ich jetzt schon aufgeholt, aber ich habe hier was Interessantes gefunden. Und zwar ein Gebäude. The life form that works or worked in this installation left its equipment scanning the skies for interesting new systems and spatial phenomena. In its absence, it struck gold. A beacon has been received and a transmission sequence awaits response. Okay, 12, 12, 21, 21, 12, 12, 21, 21. Okay, ich habe was gefunden. Eine Ruine. Okay. Hier ist dicht, ne? Ja, ja, das ist zu. Da brauchst du eine Keykarte für. Hier auch, okay. Ja gut, ich dachte, ich hätte hier was Interessantes gefunden, aber das ist nichts, was mir jetzt weiterhilft. Die Hydrogengel, sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter in Richtung Schiff. Sauerstoff in der Gegend. Holen wir mal lieber Sauerstoff, bevor wir es brauchen. Oh nein. Ist hier unten Sauerstoff? Cave Marrow, aber kein Sauerstoff. Wir können das scannen und dann wissen wir genau, was drin ist. Aha. Kobalt ist wertvoll, das bauen wir mal ab hier schnell.
Hier noch was? Gold, sehr schön. Können wir alles verkaufen noch hier. So. Reparieren wir erstmal das hier. Dann, okay. Dann reparieren wir das hier. Wir haben von diesem Dihydrogen-Zeug unterwegs was gefunden. Jetzt brauchen wir pures Pyrit. Und das bauen wir hier mit dem portablen Wie bauen wir das hin? Use to access. Ah, ich brauche Metal Plating und mehr Oxygen dazu. Toll, Metal Plating. Ist unser Auto. Okay. Düp-di-düp. So. Was muss ich denn drücken, um das hinzubauen? Place R2. Ah, okay. So, Input Ferrit Dust, Output, und dann brauchen wir natürlich Carbon. So. So. Genau. Seek Answers Among the Stars. Okay, seeken wir mal Answers Among the Stars.
Was man hier machen kann, ist die Sachen, die man erkundet hat, die kann man umbenennen. Zum Beispiel in Zack. Oh, so habe ich jetzt, ich habe jetzt das Sonnensystem Planet Zero genannt aus Versehen. Na gut. Dann nennen wir das hier auf Terror. Okay. Nur um Leute zu verwirren. Dann gucken wir mal. Können wir hier die Planeten ansteuern, wenn wir wollten? Oder hier diese Ruine, die wir gefunden haben. Aber das ist alles noch nicht zielführend. Wir brauchen eine Raumbasis hier. Gibt's hier gar keine Raumbasis? Es muss doch hier eine Raumbasis geben. Vielleicht hinter dem Planeten? Was ist das hier zum Beispiel? Silber, okay. Test Starship Systems. Ach so, ich muss die beiden. Hallo, ich bin's, der Helge. Okay. So, wo denn? Hier? Hier. Auf Unknown Planet. Urmurti Yoda. Okay. Okay, das ist ein sehr interessanter Planet. Umurti Yoda. Manipulator, sehr gut.
Das ist ein Building. Gehen wir mal zu dem Building. Ah ja, hier sind Pflanzen, aber das sind leider keine. So. Kann man wie. Ne, kann ich nicht. Okay. Gar nicht wissen, was mich da angreift. Ich will eigentlich hier nur zu dem Gebäude kommen. Oh, sowas ist das, okay. True History of the Gag. Okay. Ich habe ein Gagwort gelernt. Sehr gut. Da geht's hin. Okay.
Das sind also Pflanzen. Es gibt hier doch Pflanzen. Und die sehen so aus. Okay. Ich hoffe mal, das sind genug. Okay. Das können wir hier reinpacken, nicht? Ja. Dann bauen wir hier sowas. Wie viel brauchen wir davon? Zwei? Ins Multitool, ne? Ja. Nicht genug Kohlenstoff. Hier noch welche von den Pflanzen oder habe ich die alle abgeholzt quasi? Naja, finden bestimmt noch welche. Gehen wir erstmal wieder zurück in Richtung. Ah, da! Noch drei Carbon. Ah. Und da gleich Kupfer ist, dann werden wir das da mal aufsammeln, was? Oh nein, wir haben vergessen, das Radiation-Dings wieder aufzuladen. Wir haben auch keinen Sauerstoff mehr, glaube ich. Und da ist Kupfer, sehr gut. Ach, da ist noch mehr von dem Kohlenstoff. Sehr gut.
Was ist das? Das ist neu. Okay. So, dann wollen wir gucken, wo ist unser Schiff? Da kommen wir an Sauerstoff vorbei, sehr gut. Ich arbeite daran, ja. So. Und schon sind wir wieder beim Schiff. Idealer Zeitpunkt für einen Cut, denke ich mal. Eieiei. Vielleicht sollte ich an der Grafikeinstellung was ändern, weil teilweise ist das ein bisschen hakelig hier. Process copper to create chromatic metal, deploy refiner, okay. Können wir ja machen, aber beim... Oh! Okay, aber beim nächsten Mal, wenn dieses komische Bison weg ist, dann drückt die Glocke und subscribt und schreibt einen Kommentar und bla. Okay, ciao.